keine Einwohner sind? Oder willst du es doch in dieses Risiko eingehen? Nee, wenn dann irgendwo anders, wo keiner ist, Naja, so esse. dass man ja halt auch die Wartungseinheit bauen kann, wo dann halt die Unfallwahrscheinlichkeit um 90% reduziert wird. Na, wenn dann könnten wir es hier, warte, hier hinstellen, also hier oben am Hafen. Dann ist es nicht so schnell bei den Einwohnern und betrifft auch nicht alle Einwohner. Ja, Also wenn wir naja, wenn wir Megatron das bauen. Moment haben, dann ist ja. Ach, egal. Ja, gut. Schaffen das schon. Aber guck mal, zum Beispiel auch in Negatron kannst du auch irgendwo oben an der Ecke bauen. Soll ich mal Atomkraft anbauen oder? Ja. Wolltest du denn deinen Black Smoker mit Dings hier gebaut? Noch gar nicht, ich erforsche es noch. Achso, na dann warte ich mal noch. Oder kann man hier irgendwo Uran abbauen? Ey, cool, hier ist Uran. Vorkommen. In Megatron. Da baue ich jetzt in. Was brauche ich denn dazu? Dann musst du noch Ach. Metall, Stahl anbauen. Stahl und Beton. Also brauchen wir Eisen. Haben wir Eisen noch genug oder müssen wir es noch extra anbauen nochmal? Eisen habe ich ganz viel in Megatron. Solltest du Oh, hier sehr schön. da. Da können wir dann einfach deine Stahlschmelze hinbauen. Oder sogar zwei. Ja, warte, ich baue schnell. Oder, ach, geht nicht. Brauchen wir Beton für. Warte, schick dir ein Boot rüber mit Beton. Jo, okay. Was denn eine Tiberius? Wird nicht benutzt. Auf an den Rand. So, okay, ey, die sind jetzt hier vollends glücklich. Die hier auch. Dann lassen wir mal ein paar Eco-Ingenieure wieder aufsteigen. Jemand ist vollends glücklich und wir haben plus 1200. So, gibt's noch Eco-Arbeiter, die irgendwo aufsteigen können? Oder haben die alle keine Aktivität? Sind alle so inaktiv? Ah, sehr schön, wir können wieder eine Langstreckenrakete abfeuern. Das brauchen wir jetzt auch. Die Firma hat Achso. oberste Priorität. Ich dachte gerade, du schickst mir diesen großen Frachter hier, aber das war Rufus Thorne. Also auf jeden Fall, wenn wir das nächste jetzt Let's Play machen mit dem Add-on, werden wir auch einen gewissen Hector mit reinbringen, der als Korsar fungiert. Also wie bei 14.04 als Korsar. In diesem Fall sind es die Barracudas. Und da kann man halt Enter-Kommandos kaufen und Schiffe entern, die halt man nicht bauen kann, wie zum Beispiel ein Öltanker. Oder halt seine Schiffe, die eigentlich auch sehr gut sind. Die haben 15 Angriff für jedes Fahrzeug, das es gibt, also für Unterwasser, Überwasser und Überüberwasser. Ey, du kannst dein Schiff wieder zurückhaben. Ja. Es fährt zwar nicht jetzt direkt zu dir zurück, aber es fährt ein Stückchen raus. Ich baue mal zwei Stahl. Bummers. Ach so, ich muss ja dann halt auch sagen, wenn wir das Monument fertig haben, dass wir dann wirklich alles hier abreißen und Alle das hier nochmal neu glauben bauen, an ja? ihre Vision. Ja, Das logisch. spürt man. Das heißt, wir brauchen sehr viel Geld dann als Anfang, damit es wir nicht in Bankrott geraten. Gigantisch. Wie viele Ja, wir machen ja auch so schon die ganze Zeit hier plus Geld. Wir werden Alle, alles ey, abreißen. allein durch den Handel. Warte mal. Wir müssen dann auch vorher noch die ganzen Schiffe hier hinstellen, damit wir werden nämlich alles abreißen und wir haben ja volle Baukostenrückerstattung. Und Ja. damit sich das nicht alles stapelt, weil es wird irgendwann ja voll sein, das Lager. Und Ja, da damit wir das muss. alles vernünftig wieder zu hinbauen können. Man, da musst du diese großen Tanker, die immer Rufus benutzt, Ja, hinstellen. ich baue die dann nachher noch. Ey, du kannst noch ein paar Ja, aber ich brauche Eco-Ingenieure. noch Achso, du Dings. brauchst erstmal was zu futtern, ne? So, können wir jetzt hier Uran anbauen? Beton. Ach, ihr Was? braucht sowohl Beton als auch Stahl. Wir haben jetzt fast die Hälfte fertig. Ich werde dir. Ach, ich schicke einfach mein. Wo ist mein U-Boot? Frank. Ja, ich habe das mal kurz zu Rufus geschickt, damit er damit es Beton kauft. Ach so, okay. Ich wollte gerade zu dir fahren und dir Beton klauen, aber dann glaube ich, Rufus ist eine gute Idee. Haben Hey, Sie alles? er ist wieder auf dem Weg zurück. Sehr schön. Ja, das U-Boot ist das momentan schnellste Schiff. Ja, wir haben jetzt zwei. Wir können noch eins bauen, warte. So, Ja. jetzt haben wir noch eins gebaut. Ach, gleich noch Carbon gekauft? Warum Carbon gekauft? Man weiß ja nie, man braucht Carbon für alle Fälle. Hast du jetzt zwei davon gebaut? Ja, hast du. Zwei von was gebaut? Von diesen Stahlwerken. Ja.
So viel Eisen, ich weiß gar nicht, was machen wir eigentlich mit dem Eisen momentan? Keine Ahnung. Ach so, Munition und Werkzeuge. Man braucht Eisen für alles. Munition benutzen wir gar nicht. Lass mal, ich verkaufe mal ein bisschen Munition. Gibt doch bestimmt Leute, die kaufen Munition. Wir haben auch wirklich sehr viele Tycoon Executives. Ich glaube, das reicht schon für das Monument. Achso, Tycoon oder was? Nein, Echo. Nach ökologischen. Ja, keine Ahnung. Du musst manchmal aufsteigen lassen, damit du das Monument bauen kannst. Ich glaube, du hast schon genug. Ja, ich lass trotzdem aufsteigen jetzt. Würde ich nicht machen. Denn wir reißen sich sowieso nachher nochmal alles ab. Ja, aber nicht alles auf einmal. Was hast du denn jetzt angestellt? Ach, das war grad süß. Der Hund hat gerade gehixt. Das hat sich extrem lustig angehört. Ach. Hat schon den ganzen Waren abgeladen, der Aralus? Das ist ja Uran für einen Berg. Ja. Ich suche gerade einen Berg. Ja, du hast ja keine Mine mehr. Fahrzeug. Doch, doch, wird nicht. Ich habe gleich eine Mine. Hast keine mehr. Warnung. Doch, du hast eine ist noch da. Eine ist noch da. Gestoppt. Eine ist noch da. Findest du sie? Wo sollen eine sein? Ich habe mir gerade eine gebaut. Hier. Was da unten? Das sind niemals mehr eine Mine. Oh, so doof. Dann. Ökobilanz. Werte fallen. Ja. Stinkende, ne? Ökobilanz, was soll denn das? Ja, ich habe gerade dafür was anderes abgerissen. Hab das da unten das nicht gesehen. Woher sollen sie das Schinken machen, die arme Ökobilanz? Ja, ach, ich baue einfach noch ein, noch hier so ein Dingsvieh, weißt du, so ein Fliegevieh. Ozonmega. Fehlt uns zwar ein bisschen Werkzeug, aber dann gibt's wieder ein bisschen Ökobilanz. Erstmal bauen wir jetzt, Ich hab hier bei Negatron 70 Werkzeug, ich schick mal 30 rüber, ja? Die Kooperative ist dermaßen gewachsen. Hast eigentlich recht. Ein ja. Stück unberührte Natur ist mehr wert. Ja, genau, ein Stück unberührte Natur ist mehr wert. Haha. Eigentlich könnte sie so locker hier mal übersiedeln oder so, weil wir die ganzen anderen Inseln gar nicht so brauchen. Die kleinen. Ja, trotzdem. Wir sind geizig. Warum treffe ich den Turm da nicht so? Mann, ja, toll. Fehlt mir Werkzeug. So. Wie viel Mikrochips haben wir eigentlich wieder? Ey, verbrauchst du gerade Werkzeug? Nö. Wieso ist Werkzeug von 3 runter? Genau so stelle ich mir eine Rolle. Naja, weil dein kleines Monument ganz viel Werkzeug benötigt. Gigantisch. Stimmt, da war was. Wie viele Arbeiter beschäftigen Sie hier eigentlich? Ich schicke dir auch gerade 30 runter. Also, falls hier ein kleines Handelsschiff ankommt, es hat 30 Werkzeug gelagert. Ja, das ist hier gerade. Ach, ich fahre mal mit dem U-Boot ein bisschen einkaufen. Geh mal zu Rufus Thorn, der hat ganz viel Werkzeug. Ja. Ach, ich fange ganz oben an bei Hector bei. Transport, der verkauft es zu sehr viel Preisen, aber 80. Der bietet 80 Tonnen. Ja, deswegen. Ich fahre von Trenchcoat runter. Also, ich fahre zu Trenchcoat, dann zu Rufus und dann. Ja. Nehme ich alles mal durch. Nehme ich so. Nee, du fährst zu Trenchcoat und ich fahre zu Rufus. Nee, ich mach das gleich mit dem U-Boot alles. Na gut. Ey, reicht ein Brennelementfabrik für 2 Minen? Wie meinst du das? Ich glaube, das ist alles 1:1 bei Uran. Oh, dann brauche ich 2 Brennelementfabriken. Ich schick mal dein Schiff wieder zurück. Aber wieso willst du denn jetzt hier Uran anbauen? Ich baue gleich sowieso bei meinem Black Smoker Uran an und dann geht's richtig schnell hier. Ja, ist in Ordnung. Hä, was? Dann steppt der Bär. Wo kommen die Harpunen her? Hast du die gerade hergestellt, ja? Welche Harpunen? Na, U-Boot. Ach so, ja. Ich hab mir gedacht, ich stelle noch ein U-Boot her.
sinnlos. Oder? Ja, das sagen es alle. Dann brauchen sie es trotzdem nachher. Ja. Und dann später. Oh, was haben wir jetzt? 4800 Grad eingenommen. Ja, ich verkaufe immer mal so ein bisschen Kerosin, ne? So, was hast du denn, Trenchy? Beeil dich, kann nicht ewig hier bleiben. Aber ohne Garantie. So, ey, jetzt wenn du die Kommunikatoren kaufst, ey. Ja. Kannst du, glaube ich, auch langsam rausnehmen, aber die kosten eh nichts, also. Na, wir haben gerade bei 105, das ist nicht viel. Ja, ich weiß, deswegen kaufe ich ja Kommunikatoren, weil irgendwie du irgendjemand immer die Chips verbraucht. Ey, du hast die Handrunde abgebrochen, also. Hab die machen sich selbst mangelnd. Ja, siehst du. Neue Technologie entwickelt. Ja, ja, sehr schön. Naja, dann machst du das. Ich weiß nicht, das eine Gebäude ist wieder. So, jetzt geht's nämlich mit dem schönen. Auf welche Insel soll ich das anbauen? Auf welche Unterwasserinsel? Auf na, die nimm, vielleicht. Nimm hier die hier. Warte, nee, die unten hier mit den. War das die? Die, wo Öl gebaut wird, hier unten. Underwater City. Ölinsel. Oder Polymer. Da wo ich ja, Polymer, das ist näher dran und außerdem ist es da, ja. Ist, das sieht das schöner aus. Aber warte, da muss ich erstmal ein Unterwasserkonto bauen. Ja, da brauchst ganz viele Rohstoffe dann erstmal. Da fahr ich mal ein bisschen hin oder machst du? Ja, machst du. Wo hast du eigentlich gerade Harpoon und das Kommandoschiff hingeschickt? Ach so. Warum musst du dazu unter Wasser fahren? Keine Ahnung, weil es lustig ist. Hä, wo ist unser Kommandoschiff? Ach so, bei dir. Neues Rohstoffvorkommen unter Wasser registriert. Grüner Daumen. Stern 1. Benutzen Sie Items des Typs Saatgut. Okay, sowas habe ich also noch nie gemacht. Sehr schön. Wenn Sie Unterstützung bedürfen. Vor allem, weil es nicht mal Saatgut ist, es ist einfach nur Saatgut. So, jetzt fahren wir hier nochmal kurz hier unten hin bei Onkel Benz. Ach, er hat einen Auftrag für uns gehabt. Kein Ergebnis ist auch ein Ergebnis. Ja, das stimmt. Kein Ergebnis ist auch ein Ergebnis auf jeden Fall. Und wie machen wir gerade die Aufträge überhaupt nicht? Nach ökologischen Gesichtspunkten geplant. Ihr könnt ja. Halt jetzt mal ganz kurz die Fresse, ich würde was sagen. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob wir mehr Aufträge machen sollen oder nicht. Aber ich glaube so. Wir sind sehr auftragsfaul. Aufträge sind einfach peinlich. Was geht? Alter, doch, ach so, okay. Ich dachte schon. Die eine Mine hier hat gerade so drei Uran. Wie heißen die komische Uranklumpen? Drei Uran. Uranklumpen? Verschlechterung im Gesundheitszustand der Bevölkerung. Was ist denn mit dir los? Ey, bei dir ist Seuche. Uranklumpen. Bei dir ist trotzdem Seuche. Nee, ey. Die Mine hatte 3 Tonnen Uran und, das war irgendwie nicht im Lager oder sonst irgendwo. Haben Sie Fragen zu den SAAT-Technologien? Ja, ich habe auf jeden Fall Fragen. Ihre Forschung ist doch nicht etwa ins Stocken geraten? Nein. Verzeihen Sie, wenn ich kurz angebunden bin, aber die Arbeit ruft.